Schneewittchen und die Schlafwandlerzwerge. Es war einmal, in einem der fernen Länder lebten Schneewittchen, Prinz Antwan und die sieben Zwerge zusammen in einem riesigen Schloss. Eines Tages ging das schöne Schneewittchen in den Schlossgarten. Die Zwerge kümmerten sich normalerweise um die Gartenarbeit und das Mähen, aber an diesem Morgen waren sie nicht zu sehen. Also fragte sich Schneewittchen, wo sie waren. Ey, Silly, Shai, wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Da sie nicht draußen waren, überprüfte sie ihren Platz im Schloss. Sie öffnete die Tür leicht, sah oder hörte aber keinen von ihnen. Also begann sie, sich Sorgen zu machen. Wo sind sie hin? Und warum haben sie mir nichts gesagt? Wussten sie nicht, dass ich mir Sorgen machen würde? Schneewittchen kehrte zum Schloss zurück. Sie suchte überall nach den Zwergen, konnte sie aber nicht finden. Am Tag zuvor hatten alle sieben Zwerge ihr altes kleines Haus besucht. Sie hatten Schneewittchen nichts gesagt, weil sie sie mit einer schönen Blume überraschen wollten. Sie räumten ihren Garten auf und fanden eine schöne orangefarbene Blume aus ihrem Garten. Dann machten sie sich auf den Weg, um zum Schloss zurückzukehren. Am Ende der Straße kamen sie zu ihrem Boot am Fluss. Sie sprangen alle hinein und überquerten problemlos die andere Seite des Flusses. Aber sobald sie aus dem Boot stiegen, was hatten sie da gesehen? Es war Dummkopf, der alte Assistent der bösen Königin Hella. Da stand er mit einer Flasche Wasser in der Hand. Oh nein! Ah, es ist Dummkopf! Hallo! Süßer, süßer kleiner Zwerg. Geh bitte auf den Weg, Dummkopf. Ja, schau, wir sind sieben und du bist einer. Ihr könnt uns also nicht schlagen. Okay, beruhigt euch. Meine Absicht ist es, euch nicht zu verletzen. Ich wollte euch etwas Wasser anbieten. Ihr seht durstig aus. Nicht nötig, wir trinken kein Wasser. Naja, ärgerlich. Ich wünschte, sie hätten nicht so schnell geantwortet. Sehen Sie, Shai und Lazy sehen schon ziemlich durstig aus. Aber er... Danke, Dummkopf. Etwas Wasser wäre wirklich gut. Dummkopf gab Ace die Flasche in die Hand und die Zwerge tranken einen nach dem anderen aus dem Wasser. Dummkopf fing an zu lachen. Er lachte so sehr, dass er umfiel. Und wenn er noch länger gelacht hätte, wäre er vielleicht ohnmächtig geworden. Das ist so lustig, Dummkopf. Warum lachst du so viel? Ja, der Plan meiner Großkönigin hat funktioniert. Kommt. Folgt mir, schlafwandelnde Zwerge. Die Zwerge hatten nicht bemerkt, dass etwas Magisches im Wasser war und plötzlich schliefen sie alle ein. Dummkopf kam näher und streute einen magischen Staub auf sie. Dann standen sie alle auf und begannen zu laufen, während sie noch schliefen. Selbst der laute Schlaf des faulen Zwerges konnte sie nicht wecken. So ist richtig, Zwerge. Kommt hier entlang. Kommt, verschlafene kleine dicke Zwerge, kommt. Komm. Während die Zwerge gehorsam Dummkopf folgten, bemerkte Schneewittchen die Schritte der sieben Zwerge im Garten. Die Fußspuren der sieben Zwerge. Wenn ich diesen Spuren folge, dann kann ich sie ja vielleicht finden. Also ging Schneewittchen die Straße entlang. Währenddessen beobachtete die böse Hella heimtückisch die Prinzessin durch die Glaskugel. Du bist mir schon wieder in die
die Falle getappt, Schneewittchen. Ich werde dich niemals gehen lassen, bevor ich deine Schönheit zerstört habe. Jetzt falle ich in meine Falle, um die Freunde zu retten, die du so sehr liebst. Die sieben Zwerge betraten Hellas Höhle einer nach dem anderen und ließen sich in einer Ecke nieder. Draußen auf der Straße folgte Schneewittchen den Fußspuren auf dem Waldweg und bemerkte, dass der Weg sie zu Hellas Höhle führte. Ich hätte es mir denken können. Hella führt wieder einmal nichts Gutes im Schilde. Was hat sie mit meinen kleinen Freunden gemacht? Ich muss es herausfinden und sie aufhalten. Als Schneewittchen sich Hellas Höhle näherte, erschien plötzlich eine Fee hinter ihr. Wow, eine Fee. Ich traue meinen Augen nicht. Die Fee konnte nicht mit Schneewittchen sprechen, aber gab ihr eine Zauberflöte. Aber ich weiß nicht einmal, wie man Flöte spielt. Die Prinzessin verstand zuerst nicht, wofür die Flöte gedacht war. Die Fee machte einen magischen Kreis um Schneewittchen, um sie vor Hellas bösen Bannern zu schützen. Und dann verschwand die Fee im Wald. Schneewittchen nahm die Flöte mit und setzte ihren Weg fort. Und nach einer Weile erreichte sie Hellas Höhle. Hella! Ich habe auf dich gewartet, Schneewittchen. Offensichtlich hat dich dein böser Plan nicht aufgehalten. Ich weiß, dass du meine Zwergenfreunde entführt hast. Wo sind sie jetzt? Entführt? Ich? Sie kamen freiwillig hierher. Und jetzt dienen sie mir. Kniet nieder, Zwerge! Kniet nieder! Die Zwerge kamen einer nach dem anderen zu Hella und knieten vor ihr nieder. Aber ihre Augen waren noch immer geschlossen und sie befanden sich in einem sehr, sehr tiefen Schlaf. Meine Zwerge, was ist passiert? Öffnet eure Augen! Sie können dich nicht hören. Sie werden nur meine Befehle befolgen. Zwerge, umzingelt Schneewittchen. Lasst uns ihre Schönheit mitnehmen. Wir wollen sie mitnehmen. Wir wollen sie mitnehmen. Die sieben Zwerge gehen auf Schneewittchen zu, schlafwandelnd. Die Prinzessin war verwirrt und ängstlich. Dann erinnerte sie sich an die Flöte, die ihr die Fee geschenkt hatte, und begann, sie zu spielen. Und beim Klang der Zauberflöte erwachten die Zwerge aus ihrem tiefen Schlaf. Meine Prinzessin, was ist los? Wo sind wir? Schau, schau, ist das nicht die böse Königin Hella? Bleib weg von uns! Schneewittchen spielte weiter Flöte. Hella und Dummkopf konnten den Klang nicht mehr ertragen und rannten in den hinteren Teil der Höhle. Schneewittchen verstand nicht, warum sie flohen. Aber sie war sehr, 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 sehr froh, dass die Flöte funktionierte. Ich schätze, das wird sie eine Weile aufhalten. Lasst uns hier verschwinden. Schneewittchen und die sieben Zwerge verließen die Höhle und nahmen den Weg zur Burg auf sich. Die sieben Zwerge waren sehr glücklich, wieder in der Burg zu sein. Meine Prinzessin, wir haben die Burg tatsächlich verlassen, um Ihnen ein kleines Geschenk zu bringen. Diese besondere Blume wächst nur im Garten unseres Hauses und wir wollten sie Ihnen bringen. So eine schöne Blume. Danke, aber ihr habt dafür euch in Gefahr gebracht. Verlasst das nächste Mal nicht das Schloss, ohne Bescheid zu sagen, okay? Wenn Hella frei herumläuft, müssen wir uns gegenseitig im Auge behalten. Inzwischen hatten sich Hella und Dummkopf endlich vom Klang der Zauberflöte erholt. Woher sollte ich wissen, dass diese Flöte so mächtig ist? Mann, Mann, Mann! Der Klang der Flöte war schlecht, meine Herrin, aber das Lied war ganz schön. Halt den Mund, Dummkopf!
Die Flöte, die die Fee Schneewittchen gab, war eigentlich eine Flöte, die aus Liedern der Freundschaft und Güte gemacht wurde. Und sie konnte den bösen Zauber überwinden, den Schneewittchen und die sieben Zwerge hatten lange Zeit eine tiefe Freundschaft. Und diejenigen, die wirklich schlecht in Freundschaften sind, hassen es, den Klang der Flöte zu hören, weil sie nie verstanden haben, was Liebe und Freundschaft bedeutet. Es war einmal. Eine böse Königin namens Hella lebte auf dem Gipfel eines sehr hohen Berges. Hella wollte immer der schönste Mensch der Welt sein. Schneewittchen, die im schönsten Schloss des Landes lebte, war jedoch viel schöner. Dummkopf, was isst du da? Meine Königin, ich habe ein Steak mit viel Soße gegessen. Würden Sie eine Probe nehmen? Ich muss darauf achten, was genau ich esse. Aber dies ist das beste Steak der Welt, meine Königin. Dummkopf, geh weg und iss dein Steak. Lass mich mit dieser kleinen Elfe allein. Dummkopf ging in eine Ecke der Höhle und aß sein Steak mit Vergnügen weiter. Kleine Elfe, was passiert, wenn du heute Nacht nicht in den Himmel fliegen kannst? Die kleine Elfe schlug im Käfig vor Angst mit den Flügeln auf und ab. Das Licht des Vollmondes erlischt, nicht wahr? Was also passiert, wenn nachts kein Licht am Himmel zu sehen ist? Dunkelheit! Hella plante, die Elfe in ihrer Höhle einzusperren und das Licht des Vollmondes auszuschalten. Dann könnte sie ihre verräterischen Pläne ausführen, ohne gesehen zu werden. Währenddessen kamen Schneewittchens beste Freunde, die sieben Zwerge, aus dem Bergwerk, in dem sie den ganzen Tag arbeiteten, und liefen durch den Wald auf das Schloss zu. Zwergas, warum wird es so dunkel, während wir zum Schloss laufen? Als ob es Zeit wäre zu schlafen. Der Himmel war so dunkel, dass sich die Zwerge nicht einmal sehen konnten. Und das Zwergenass erkannte, dass er den Mond und die Sterne am Himmel nicht mehr sehen konnte. Das Licht des Vollmondes ist erloschen. Ha, ja. Das erklärt, warum der Himmel so dunkel ist, Jungs. Aber warum ist das Licht des Vollmondes denn erloschen? Eine Waldelfe muss in Schwierigkeiten sein. Wenn das passiert, verliert der Vollmond sein Licht. Wir müssen sofort zum Schloss. Kommt schon. Die Zwerge benutzten ihre Grubenlampen, um den Weg zum Schloss zu finden. Währenddessen schauten Schneewittchen und Prinz Antoine auf dem Balkon des Schlosses hinaus. Heute Nacht ist es viel dunkler als sonst. Und die sieben Zwerge, sie sind noch nicht zurückgekehrt. Was, wenn sie im Dunkeln den Weg nicht finden? Plötzlich bemerkte Prinz Antoine die Taschenlampen zwischen den Bäumen. Seht euch dieses Licht an, meine Prinzessin. Könnten das die sieben Zwerge sein? Ja, das müssten sie sein. Schneewittchen rannte zu den Zwergen vor dem Schloss. Sieben Zwerge, die Nacht ist so dunkel. Wie habt ihr euren Weg gefunden? Wir sind Bergarbeiter, meine Prinzessin. Wir arbeiten im Untergrund. Unsere Taschenlampen weisen uns den Weg.
Aber wir haben schlechte Nachrichten, Schneewittchen. Die Elfe, die dem Vollmond das Licht gibt, muss in Gefahr sein. Denn noch nie war eine Nacht so dunkel. Die Elfe, die mir im Wald geholfen hat, könnte es diese sein? Sie könnte unsere Hilfe brauchen. Wir müssen es herausfinden. Schneewittchen begann, in den ältesten und dunkelsten Räumen des Schlosses zu rennen, wo sie den Zauberspiegel der bösen Helle aufbewahrten, der immer die Wahrheit sagte. Spieglein, Spieglein an der Wand, zeig mir, was ist mit der Waldelfe passiert? Der Zauberspiegel zeigte ihr, dass die Elfe in einem Käfig gefangen wurde. Ich weiß es, an dieser Stelle steht der Käfig, Hellas Höhle, ja! Schneewittchen stieg auf ihr Pferd und machte sich mit großem Mut auf den Weg, um die Elfe zu retten, ohne zu wissen, was mit ihr geschehen könnte. Komm schon, Schneewittchen, du schaffst das, hab keine Angst vor der Dunkelheit. Los geht's, Prego! Prego hat jedoch nicht getan, was Schneewittchen sagte. Was ist passiert, Prego? Hast du Angst? Prego bewegte sich nicht, weil der doofe Zwerg vor ihm stand. Oh, Dummkopf, was machst du da? Ich wollte dich nicht allein lassen, meine Prinzessin. Seh, ich hab euch Licht gebracht. Schneewittchen nahm den doofen Zwerg mit und machte sich auf den Weg. Du bist so tapfer, Schneewittchen. Du wirst noch sehen. Hella begann, magische Worte zu der Glaskugel zu sprechen. Währenddessen begannen der doofe Zwerg und Schneewittchen, die auf dem Pferd ritten, seltsame Geräusche zu hören. Oh, was war das für ein Geräusch, meine Prinzessin? Die Geräusche, die sie hörten, kamen von einer Efeu-Baumwurzel, die von der Magie von Hella kontrolliert wurde. Und diese Wurzeln begannen, den doofen Zwerg und die Prinzessin mit vielen Efeu-Ranken zu umwickeln. Doch Prego zog sich schnell zurück und wurde sie in letzter Minute wieder los. Nein, auf keinen Fall! Hilfe! Prego zielte mit seinen scharfen Augen auf die Wurzeln von den Efeu-Rankenzweigen. Nachdem er seine Hufeisen ein paar Mal auf den Boden gerieben hatte, begann er auf diese Wurzeln zuzugaloppieren. Endlich schaffte er es, auf die magische Efeu-Wurzel zu treten. So zog die Efeu-Wurzel, die mit Magie getrennt wurde, sofort ihre Zweige zurück. Schneewittchen und der doofe Zwerg befreiten sich von den sie umgebenden Ästen. Oh, vielen Dank, Prego, du bist unfassbar. Komm schon, doofer Zwerg, retten wir die Elfe. Als Schneewittchen im Galopp in die Höhle rannte, stand Hella mit Dummkopf vor dem schwarzen Spiegel. Schneewittchen wird dieses Efeu nie wieder los, Dummkopf. Morgen werde ich wieder die schönste Frau der Welt sein. Ja, meine Königin, eure magischen Ranken müssen sie bereits vernichtet haben. Während sie miteinander sprachen, hatten Schneewittchen und der doofe Zwerg bereits die Höhle von Hella erreicht. Sie betraten die Höhle heimlich, ohne ein Geräusch zu machen, und sahen in einer Ecke einen Käfig. Dummkopf, bleib hier und mach keinen Mucks. Schneewittchen erreichte mit winzigen Schritten den Käfig, bevor Hella und Dummkopf sie sehen konnten, und hob dann den Deckel an und öffnete ihn. Die Elfe kam aus dem Käfig und landete leise auf der Schulter von Schneewittchen. Die Prinzessin ging langsam zu dem doofen Zwerg zurück. Aber als sie beide zusammen aus der Höhle gehen wollten, steckte der Fuß des doofen Zwerges in einem Stein fest und er fiel. Und die Stille war gebrochen. Was war das für ein Geräusch? Welches Geräusch meint ihr, meine Königin?
Sie haben uns bemerkt. Lauft, lauft! Hella sah Schneewittchen und den doofen Zwerg die Höhle verlassen. Oh, Schneewittchen, wie konntest du dieses Efeu wieder loswerden? Dann bemerkte sie, dass der Käfig leer war. Nein, sie haben auch die Elfe mitgenommen, Dummkopf. Lauf los, fang sie ein. Obwohl Dummkopf hinter ihnen herlief, war es ihm nicht möglich, sie einzuholen. Währenddessen stiegen Schneewittchen und der doofe Zwerg mit der Elfe auf Prego und begannen, sich von der Höhle zu entfernen. Nein, nein, wir konnten das nicht noch einmal tun. Wir haben wieder verloren. Ich muss die schönste Frau der Welt sein. Schneewittchen hielt ihr Pferd Prego zwischen den Bäumen an. Jetzt bist du Freiwaldelfe. Fliege und erhelle unseren Vollmond. Die Prinzessin schickte die Waldelfe in den Himmel. Als die Elfe mit den Flügeln schlug, begannen die Sterne wieder zu leuchten. Und schließlich begann der Vollmond, sein eigenes Licht in die Nacht zu schicken. Der Himmel glitzert wieder. Also gehen wir zurück zu unserem Schloss. So, dann lass mich mal meine Taschenlampe ausschalten, meine Prinzessin. Als Schneewittchen und der doofe Zwerg zusammen mit den anderen Zwergenfreunden und dem Prinzen im Palast eintrafen, schauten sie sich die Sterne am Himmel an und wünschten sich etwas. Schließlich gehen die Wünsche gutherziger Menschen früher oder später in Erfüllung. Es war einmal. Ein sehr schönes Mädchen namens Schneewittchen lebte in einem fernen Land. Eines Tages ritt Schneewittchen mit ihrem schlauen Pferd Prego in den Wald. Als Prego müde wurde, blieben sie stehen und ruhten sich unter einem Baum aus. Zur gleichen Zeit bemerkte Schneewittchen, dass es hier wilde Erdbeeren gab und begann, welche zu pflücken. Diese Erdbeeren sind so köstlich, dass ich sogar 5 Handvoll davon auf einmal essen kann, Prego. Die Prinzessin übergab Prego einige der Walderdbeeren und er aß sie auf. Er war sehr hungrig von der langen Reise. Dann setzten sie ihre Reise fort. In einer anderen Ecke des Waldes lief Hella, die eifersüchtig auf die Schönheit von Schneewittchen war, umher. Natürlich war ihr ungeschickter Assistent Dummkopf bei ihr. Eure Majestät, meine Königin. Die Zeit der Waldbeerenernte ist gekommen. Seht, ich habe euch welche gepflückt. Ja. Wenn du so etwas tun würdest, Dummkopf, wäre ich überrascht. Hella sammelte auf der Reise im Wald Zutaten für ihre neuen Zaubersprüche. Und ein bisschen von diesem Unkraut. Okay. Meine Königin, ich kann nicht aufhören zu niesen. Weil es ein Nieskraut ist, Dummkopf. Hella schützte sich vor dem niesenden Unkraut mit einem Schnipsen aus dem Handgelenk. Dummkopf nieste jedoch weiter. Währenddessen erregte etwas Leuchtendes zwischen den Bäumen ihre Aufmerksamkeit. Dummkopf, nicht bewegen! Ich werde mir das, was auch immer das helle Ding da drüben ist, genauer ansehen. Während Hella sich langsam auf das leuchtende Objekt zubewegte, sah auch Schneewittchen den gleichen Schimmer im Wald. Prego, warte hier, ich werde nachsehen, was das seltsame helle Ding da ist.
Pregos Nase fing an, unangenehmen Gestank aufzunehmen. Überall waren stechende Gerüche zu riechen. Und er versuchte, Schneewittchen aufzuhalten. Keine Sorge, Prego, es wird nichts passieren. Ich sehe nur nach. Auf der einen Seite Schneewittchen, auf der anderen Seite die böse Hella, gingen vorsichtig weiter. Als sie näher kam, erkannten sie, dass das helle Ding, das sie sahen, eine goldene Krone war. Eine Goldkrone! Schneewittchen? Hella? Hella reagierte schneller als Schneewittchen und schnappte sich die Krone. Es ist meine Krone, okay? Es ist meine. Niemand kann sie nehmen. Nein, Hella, es ist eine königliche Krone. Nur die echten Prinzessinnen dürfen sie tragen. Wer hat denn diese dumme Regel aufgestellt? Hella war das egal und sie setzte sich die Krone auf ihr Haupt. Aber es gab keine Veränderung. Die Krone passte ihr nicht einmal. Nun, das beweist nur, dass es sich um eine einfache, gewöhnliche Krone handelt. Eure Majestät, weil ihr keine echte Prinzessin seid. Was hast du gesagt? Dies ist die goldene Regel des Buches der Prinzessinnen. Nur echte Prinzessinnen können die wahre Macht dieser Krone nutzen. Nun, wenn das der Fall ist und ich diese magische Krone halte, werde ich dir diese Kraft nie geben, Schneewittchen. Hella nahm die Krone und begann, sich zurückzuziehen. Das arme Schneewittchen fasste ihren ganzen Mut zusammen und folgte Hella. Warte, wenn du mir die Krone gibst, werde ich dir das Geheimnis meiner Schönheit verraten. Was? Niemals. Wirklich, Prego, ich hab noch nie gelogen, oder? Hella wollte das Geheimnis der Schönheit von Schneewittchen mehr als alles andere auf der Welt wissen. In Ordnung, Prinzessin, aber es wird nicht leicht sein, diese Krone zu bekommen. Mit dem winzigen Zauberspiegel, den sie aus ihrer Tasche zog, zauberte Hella 3 identische Schachteln. Sie legte die Krone in eine dieser Kisten und begann, sie mit dem kleinen Spiegel schnell umzustellen und zu verwechseln. Dreimal darfst du raten, Schneewittchen. Wenn du das richtige Kästchen mit der Krone nicht finden kannst, wird die Krone für immer bei mir bleiben. Schneewittchen beobachtete die Kisten ganz genau und wählte eine von ihnen aus. Aber es war nicht die richtige Box. Falsch! Die Krone war in dieser Schachtel. Du darfst noch 2-mal raten, Prinzessin. Die Kisten wurden wieder durcheinander gebracht. So schnell. Diesmal folgte die Prinzessin aufmerksam der Schachtel mit der Krone. Sie traf ihre Entscheidung, als die Boxen anhielten. Aber sie lag schon wieder falsch. Die Krone war in dieser Schachtel und du hattest keine Ahnung. Jetzt ist es deine letzte Chance. Wir müssen vorsichtiger sein, Prego. Du siehst auch zu. Hella steckte die Krone wieder in eine der Kisten und begann, sich mit dem Zauberspiegel zu vermischen. Schneewittchen und Prego beobachteten die Boxen aufmerksam. Am Ende markierten beide den gleichen Kasten. Und sie fanden die Krone. Nein! Nein! Nein, nein, nein! Nein! Wir haben es endlich gefunden. Jetzt kannst du die Königskrone ihrem wahren Besitzer mir geben, Hella. Nein, nein! Ich gebe sie nicht her! Ich gebe sie nicht her! Musik
Hella warf Schneewittchen eine Prise Nieskraut zu. Prego jedoch sprang vor, um die Prinzessin zu beschützen und fing das Unkraut mit seinem Mund auf. Und er begann sofort zu niesen. Prego, du musst Walderdbeeren essen gehen. Ich bin sicher, es wird dir gut tun. Während er sich umsah, bemerkte Prego die Walderdbeeren in Dunkhoffs Hand. Und er rannte schnell hin und begann, die roten Beeren aus Dunkhoffs Hand zu essen. Waren die gut zu niesen? Du musstest dein Versprechen halten, Hella. Sonst werde ich dir nie das Geheimnis meiner Schönheit verraten. Hella erinnerte sich an ihren Wunsch, alle Geheimnisse von Schneewittchens Schönheit zu erfahren und willigte schließlich ein, Schneewittchen die Krone zu schenken. Sie war sowieso nicht schön und ich glaube, sie bringt nichts. Nimm die Krone! Komm schon, Schneewittchen, sag es mir. Sag mir, wie kannst du nur so schön sein? Was isst du da? Ist das schwarzer Schlamm? Oder machst du Marmelade auf dein Gesicht? Was machst du da? Was? Schneewittchen, die Hella mit all ihrer Schönheit ansah, erklärte ihr das wichtigste Geheimnis, wie sie versprochen hatte. Es ist keines von denen, die du eben sagtest. Das Geheimnis meiner Schönheit ist einfach ein gutes Herz zu haben, Hella. Was? Ein gütiges Herz? Das ist doch Unsinn! Das Geheimnis meiner Schönheit liegt in meinem Herzen voller Güte und in meiner tiefen Liebe zu Mensch, Tier und Natur, Hella. Glaub mir, ich sage die Wahrheit. Schneewittchen stieg nach ihren letzten Worten auf ihr Pferd Prego. Dann trug sie die königliche Krone und wurde dank der Macht der Krone unsichtbar. Entdecke die Güte in deinem Herzen. Hella und Dunkhoff konnten nicht glauben, was sie sahen. Die königliche Krone hat eine Unsichtbarkeitskraft. Wie bekomme ich ein gutes Herz? Ich muss sofort in das Zauberbuch schauen. Geh mir aus dem Weg, Dunkhoff! Schneewittchen kehrte schließlich mit der Königskrone auf dem Kopf ins Schloss zurück. Sie gab ihrer Königskrone einen besonderen Platz und suchte Prinz Antoine auf. Und die sieben Zwerge begrüßten Schneewittchen mit Freude. Schneewittchen, hast du uns Waldbeeren mitgebracht? Im Garten wartet ein großer Sack Walderdbeeren auf euch. Lasst uns essen! Das sind die süßen Waldbeeren, die jemals gekostet haben. Ich bin mir relativ unsicher. Wie fürsorglich und gutherzig du bist, Schneewittchen. Jeder hat die Fähigkeit, freundlich zu sein, mein Prinz. Während Schneewittchen und all ihre Lieben fröhlich Walderdbeeren aßen, versuchte die bösherzige Hella, sich in ihren dunklen Höhle Tage und Nächte lang ein gutes Herz zu kreieren. Ich glaube, diesmal habe ich es geschafft. Leider hat sie nie verstanden, dass die Zaubersprüche, die sie spricht, niemals wahre, selbstlose Güte gegenüber anderen ersetzen können. Es war einmal ein sehr schönes Mädchen namens Schneewittchen. Schneewittchen liebte es, mit ihrem Pferd Prego im Wald spazieren zu gehen, Blumen zu sammeln und zu singen. I have found happiness in this forest. My little friends protect me here. Their tiny hearts are now full of hope. Good little hearts will win again.
Und die 7 Zwerge, die mit ihr im Schloss lebten, blieben unerschütterlich an ihrer Seite. Tatsächlich würden sie alles tun, um sie zum Lachen zu bringen. Hier bin ich, der fröhliche Zwerg. Hoppla, 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 hopp. Hoppla, 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 hopp. Hoppla, 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 hopp. Hopp, au! Gut gemacht, toll! Toll, toll, toll! Boom, boom, Bumerang! Der Astzwerg? Du denkst, was du siehst, ist ein weißes Tuch, Prinzessin. Aber tatsächlich ist es eine weiße Taube. Tada! Wow! Super, Ass! Der wütende, schüchterne, doofe und faule. Wow, unglaublich, Wahnsinn. Hoppla, hoppla, ich kann dich nicht mehr halten, wir könnten jeden Moment fallen. Ich schlaf gleich ein. Bravo, bravo. Ihr schafft es immer, mich zum Lachen zu bringen, meine 7 Zwerge. Toll, 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 toll. Du bist unsere liebste Prinzessin, Schneewittchen. Während Schneewittchen ihre Zeit mit ihren Zwergenfreunden genoss, verließ der doofe Zwerg sie unauffällig. Und begann, den langen Korridor des Schlosses entlang zu laufen. Ich bin vielleicht keine Prinzessin, aber ich möchte die Macht der Unsichtbarkeit unbedingt nutzen. Während der doofe Zwerg langsam auf die Königskrone zuging, Hella, die in ihrer Höhle tief im Wald lebte, beobachtete das Burgleben mit ihrem hinterhältigen Blick durch die Glaskugel. Sie haben so viel Spaß. Warum? Dummkopf! Ja, meine Königin. Unterhalte mich! Ich habe einen tollen Witz für dich, meine Königin. Also, 3 Männer, ein Bauer, einer aus dem Schloss und einer aus der Stadt. Einer von ihnen hat einen großen Fuß, einer einen mittleren und der andere einen sehr kleinen. Sie gingen in eine Schusterwerkstatt. Hör auf! Ich hab dir nicht befohlen, mich zum Einschlafen zu bringen, sondern mich zu amüsieren. Aber Sie haben nicht das Ende davon gehört. Es ist sehr lustig, meine Königin. Geh mir aus dem Weg, Dummkopf. Okay. Hella nahm sich die Glaskugel und ihre Augen glühten, als sie sah, wie der doofe Zwerg die königliche Krone nahm. Die Königskrone. Was tut der doofe Zwerg mit ihr? Der doofe Zwerg nahm heimlich die königliche Krone und setzte sie sich selbst auf und plötzlich war er unsichtbar. Aber das konnte er selbst nicht sehen. So, das ist die Macht der Unsichtbarkeit. Nichts hat sich geändert. Als Hella sah, was passierte, war sie so überrascht, dass sie anfing, Selbstgespräche zu führen. Aber ich erinnere mich, dass nur die Prinzessinnen von dieser Macht profitieren konnten. Aber ich sehe, dass auch Zwerge die Unsichtbarkeit nutzen können. Nach einer Weile hielt der doofe Zwerg die Krone für nutzlos und versuchte, sie abzunehmen. Doch die Königskrone blieb auf dem Kopf des Zwerges stecken. Autsch! Autsch! Ja, ups! Pff, ich kann sie nicht mehr runternehmen! Oh nein! Als sie erkannte, dass der doofe Zwerg unsichtbar war, hatte Hella eine Idee. Wenn es möglich ist, ein Herz noch besser zu machen als das von Schneewittchen und ihre Schönheit zu zerstören, dann verwandle ich mich in einen Zwerg und nehme die Krone. Dann werde ich unsichtbar sein!
du meine Königin? Zwerg? Wie jetzt? Schon wieder eine tolle Idee, oder, Dummkopf? Der doofe Zwerg ging hin, um die anderen Zwerge um Hilfe zu bitten, die Königskrone abzunehmen. Hey, die Krone bleibt auf meinem Kopf stecken. Hilfe, Zwerge, hey. Sie sehen mich nicht. Nein, die Krone funktioniert. Was soll ich denn jetzt machen? Ich werde für immer unsichtbar bleiben. Oh nein. Ich kann den doofen Zwerg nicht finden. Wo ist er nur? Er war gerade noch hier, meine Prinzessin. Oh, ist das ein fliegendes Glas oder sehe nur ich das? Huch, jemand hat meinen Hut genommen. Oh, meinen hat auch jemand genommen. Der doofe Zwerg versuchte, seinen Freunden zu zeigen, dass er mit ihnen im Schlosssaal war. Aber die Zwerge und die Prinzessin bekamen nur noch mehr Angst, weil sie es nicht verstehen konnten. Es geschehen unheimliche Dinge, meine Zwerge. Wir müssen den doofen Zwerg finden. Es könnte etwas Schlimmes passiert sein. Die Zwerge und Schneewittchen verließen den Schlosssaal und der doofe Zwerg huschte ihnen hinterher. Wartet, geht nicht. Ich bin doch hier. Die Prinzessin und die anderen Zwerge gingen hinaus in den Schlossgarten und begannen, nach dem Dummerchen zu suchen. Dummerchen! Er ist definitiv nicht im Schloss, Prinzessin. Ich habe überall gesucht. Anscheinend war ihnen der doofe Zwerg gefolgt und ging einfach in den Schlossgarten hinaus. Da sah der schüchterne Zwerg einen Korb voller Äpfel auf sich zukommen. Schau darüber. Ein fliegender Apfelkorb. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Jetzt habe ich wirklich Angst. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber wenn ein böser Zauber in der Nähe ist, müssen wir ihn jetzt loswerden, meine Zwerge. Der doofe Zwerg, der Schneewittchen und die Zwerge so verängstigt sah, hatte genau in diesem Moment eine Idee. Er nahm einen Stock vom Boden. Ein Stock. Er will uns angreifen. Los! Und fing an zu erzählen, was mit ihm passiert ist, indem er auf den Boden zeichnete. Warte, Zwerge, geht nicht! Dieser Stock versucht uns etwas zu sagen. Indem er auf den Boden zeichnete, erklärte der doofe Zwerg, dass die Krone auf seinem Kopf steckte und er sie nicht mehr abnehmen konnte. Während die Zwerge mit großer Verwirrung auf die Linien auf dem Boden blickten, verstand Schneewittchen endlich, was vor sich ging. Es ist der doofe Zwerg. Die Königskrone bleibt auf seinem Kopf kleben. Deshalb ist er unsichtbar. Bleib, wo du bist, Dummerchen. Ich weiß, dass du uns hören kannst. Wir werden dich retten. Hey, ho, ho. Eins, zwei, drei. Der doofe Zwerg wurde endlich die Krone auf seinem Kopf durch seine Freunde los und wurde wieder sichtbar. Wow! Ich war von Anfang an bei euch, aber ihr konntet mich überhaupt nicht sehen. Vielleicht war das alles nur, weil du unsichtbar warst? Übrigens, war die Unsichtbarkeitsmacht nicht eigentlich nur für Prinzessinnen? Schneewittchen erfuhr dank dem doofen Zwerg, dass sowohl Zwerge als auch Prinzessinnen die Unsichtbarkeitskraft nutzen konnten. Aber sie wussten bis jetzt nichts davon, dass Hella dies auch wusste. Wenn ich kein gutes Herz haben kann, dann verwandle ich mich in einen Zwerg und nehme mir die Krone. Niemand kann mich aufhalten.
Es gibt so viele Dinge, die in diesem Land unbekannt sind. Aber die Menschen mit schlechtem Herzen nutzen alles, was sie lernen, für einen schlechten Zweck. Wie Schneewittchen nutzen gutherzige Menschen immer alles, was sie lernen, um Gutes zu tun. Denn nur dann sind Informationen wichtig.